So, dann warten wir mal kurz ab, bis die Mission fertig ist. Und überlegen uns derweil, was wir mit unserem ganzen Geld anstellen, das inzwischen reinpurzelt. Das ist schon mal sehr beruhigend. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang arge Probleme. Oh, wir können zum Beispiel hier was bauen. Wir hätten gerne mehr Auswahl. Na gut, wir hätten gerne noch einen Getränkautomaten. Und eine Tischtennisplatte da noch. Und hier noch ein Lautsprecher. Müssen wir später auch noch verbinden. Du bist verbunden. Wir hatten irgendwo noch eine Kamera. Du bist auch verbunden. Wo müssten die denn noch wachgerüttelt werden? Da sehen wir es auf jeden Fall. Hier drin haben wir den. Hier beim Essen noch. Wir hätten hier gerne einen Lautsprecher. So. Und wir brauchen bald schon wieder einen neuen Generator. Oh, was haben wir hier? Ein Spitzel. Und ein Ermittler und noch ein Spitzel. Okay. Die werden regelmäßig wieder rausgepustet. Sehr schön. Und der hat schon belastendes Material. Oder warum ist der rot hier unten? Sieht ja auch sehr skurril aus. Aber na gut. Er will wohl hier rein und dann sterben. Das soll mir recht sein. Wir gucken auf die Weltkarte. Oh. Ich hätte schwören können, wäre gerade ein Agent gewesen. Aber nee, anscheinend nicht. Und wie lange braucht die Mission noch? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ah, wieder nicht genug Leute an den Kontrolltafeln. Das ist gar nicht gut. Ja, drei Plätze unbesetzt. Das geht gar nicht. Was sagt die Tafel? Die Tafel sagt, wir sollten einen mehr dahin schicken. Dass immer einer auf Reserve ist. Sobald einer Pause macht, kann der andere einspringen. So, jetzt vielleicht. Nö, obwohl sich gerade einer. Ah, Erfolg. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt was bauen? Das Archiv. Da sollen wir unsere Intelligenz wiederbekommen. Ein Lesetisch. Ich gehe mal davon aus, dass ein Archiv unverfänglich ist. Also könnten wir das Gefängnis hier abreißen und da ein Archiv hinbauen? Oder wo brauchen wir noch unverfängliche Räume? Da sollte keiner von denen reinkommen wegen den Waffen. Boah, hier könnten wir das hinbauen. Wir hätten... Obwohl, hatten wir nicht hier irgendwo eine Bank geplant? Ne, die könnte hier hin. Ja, schön. Also hier oben kommt das Archiv hin. Schön nah dran an den Verwirrungsfallen, falls wir sie wieder aktivieren wollen. Archiv. Keine Ahnung, wie groß. Dann sollten wir es nicht da oben machen, sondern lieber hier unten. Und dann erstmal nur so. Und hier verbunden. Der Raum befindet sich im Bau. Wir können bauen. Ein Lesetisch. Und nicht viel anderes. Okay, davon bauen wir dann mal zwei. Und das sollten wir noch bauen. Was bist denn du? Ein Tourist aus was? Ein Tourist aus Alibi-kontrolliertem Gebiet? Oh, es gibt verschiedene Touristen. Ich dachte, es gibt nur den Bierbäuchigen und der, die mit dem Afro. Die da. Ein Tourist aus Smash-kontrolliertem Gebiet. Oh, die sind alle aus verschiedenen. Ne, die beiden sind Smash. Der da ist Alibi. Hm, okay. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie sterben sollten, kriegt halt die dazugehörige Fraktion Wut und schickt mehr Leute hier hin. Okay. Macht das Ganze gleich noch ein wenig interessanter. Oh, und die sind schon ganz schön weit drin. Könnt ihr die Jungs mal ein wenig verwirren? Wenn wir dann noch genug Kammerdiener haben. 5 Stück. Dann nehmen wir nochmal 2 mehr. So. Und die Jungs aus der Weltkarte sind fleißig am Verdienen. Aber da ist so viel Wut, wir sollten da ein paar von abziehen. Also komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sagen wir mal.
Und die schicken wir jetzt wohin? Gelb hat keine Wut mehr, Rot hat keine Wut mehr, Grün hat keine Wut mehr, Orange hat eine Menge Wut. Oh, da waren wir wohl vor kurzem gewesen. Okay, also überall anders, nur halt nicht in Blau und Orange, können wir Leute schicken. Das heißt, wir gehen zu unserem Lieblingsgeldland Nummer 2, und zwar hier hin. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. So. Feindliche Person in Basis entdeckt. Du meinst die da? Oder irgendwas anderes? Wenn, müsste es ja hier oben sein. Aber da sehe ich nichts. Werden die jetzt auch endlich mal verwirrt? Ja, sehr schön. Jedenfalls einer von denen. Ich mache mal kurz Pause. Und wir haben hier unser Gefängnis. Da hätte ich gerne noch eins. Machen wir es mal hier hin. Wir hätten gerne keine Gefrierkammer. Wir hätten gerne. Oh, zur Hölle. Kontrollraum, Waffenkammer, Ausbildungsraum. Oh, das sind Waffenkammer? Waffenkammer. Nee, okay. Also brauchen wir noch eine Waffenkammer. Das wäre jetzt Nummer 3. Und da sollen eigentlich dann nur der Verhörstuhl und die zwei Gefängnisse hin. So. Das heißt 4 breit, ruhig recht hoch. Und von dem Tresor außen Zugang dahin. Damit wir nicht hier schon wieder eine Tür haben zu einem verfänglichen Bereich. Hier ist ja noch alles einigermaßen koscher. Also da eine Tür hin. Weiter. Die Gefängniszellen waren 3x3. Richtig? Nö, 2x2. Das heißt, theoretisch könnte das ganze Ding hier noch schmaler. Das mache ich, glaube ich, auch gleich mal. Du, Design. So. Das heißt, hier kommen jetzt 2-3 Zellen hin. Das können wir eigentlich viel kleiner gestalten alles. Ja komm, wir sollten nicht so viel Geld verprassen und wir können später immer noch erweitern. So, das muss reichen. Wird gebaut. Spiel weiter. Und dann ziehen wir, sobald das Ding fertig ist, die Sachen hier alle ab, reißen das Ding ab und bauen da irgendwas Unverfängliches hin. Ja. Du bist schon ein wenig verwirrt. Du bist noch gar nicht verwirrt. Das ist nicht gut. Ja. Der hat jetzt keine Wut bekommen. Oh. Moment mal. Die Teile produzieren keine Wut. Wut 10. Oh, oder sind das die Sprengleute, die Sachen in die Luft jagen? Die wollen gar nicht ermitteln. Hier ist eh nichts. Okay. Nö, die haben keine Rotrahmen, ist alles gut. Und die gehen jetzt anscheinend wieder. Soll mir recht sein. Weltkarte. Abgeschlossen. Keine feindlichen Agenten, sehr gut. Keine feindlichen Agenten, sehr gut. 7400 jede Minute. Das ist auch schön. Wir haben immer noch jede Menge Wachen zu Hause. Das heißt, wir könnten... Oh, grün ist ja schon... Warum haben wir bei Grün jetzt plötzlich Wut? Das war doch eben gerade noch ganz runter. Kafka. Haben wir irgendwelche Kafka-Touristen erschreckt? Na gut, dann schicken wir halt Leute nach Rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind ein bisschen viele. Sagen wir mal 6. So. Dann werden wir noch mehr Geld bekommen. Und Strom sieht langsam echt übel aus. Bauen wir jetzt noch einen dritten Generatorraum? Ne, wir erweitern den hier einfach. Wir hätten gerne Kraftwerk. Einfach hier lang. 5000, okay. Und wir hätten da gleich gerne 1,
zwei Stromgeneratoren. So, sehr schön. Also das erweitern wir jetzt immer, wie wir es gerade brauchen. Das heißt, irgendwann später können wir das hier auch theoretisch umbauen und irgendwas anderes hier hinstellen. Aber das müssen wir dann gucken. So, der Tisch steht, ist auch schon besetzt. Jedenfalls fast. Das ist gut. Karte. Immer noch keine Agenten. Und ja, ich werde jetzt immer wieder drauf starren. Denn ich habe keine Lust, schon wieder Leute zu verlieren. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie das vorher mal war. Was ist mit denen hier unten? Die werden fleißig immer wieder verwirrt. Sammeln aber keine Wut. Obwohl, die sind auch von Kafka. Vielleicht schicken die ja irgendwie, sobald sie irgendwas gesehen haben, die Nachricht per Funk raus oder so. Was machst du da? Du kratzt dich am Kopf. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, du gehst bald. Der Rest wuselt hin und her und irgendjemand ist gestorben. Das ist doch ein wenig verfänglich. Oh, und noch mehr Leute. Mafia-Ermittler. Okay. Weltkarte. Nö. Der Raum steht. Sehr gut. Tische müssen noch gebaut werden. Ich habe doch gerade eben eine Sprengung gehört. Das war dann bestimmt hier oben. Okay. Du wirst raus verwirrt. Du wirst raus verwirrt. Du wirst raus verwirrt. Sehr schön. Er wird quasi rausgeleitet. Nicht schlecht. Ja, so muss das laufen. Und du solltest dich gleich mal ins Archiv begeben, wenn es denn fertig ist. 36.000, ah, schön, das ganze Geld. Dann können wir uns auch bald mal das Allerheiligste leisten. Das wird ja auch langsam Zeit. Und das soll recht viel Platz brauchen. Das ist nicht so gut. Wir könnten das hier so hinbauen und dann nur von da einen Zugang haben. Das heißt, unser Obermufti müsste durch die Schatzkammer, durch die Folterkammer und dann in sein Allerheiligstes. Das ist doch auch okay. Also, wir hätten gerne... Die Krankenstation müssen wir auch noch bauen. Aber erstmal das Wichtigste. Allerheiligstes. Genau. 24.000. Ach du gute Güte. Mann, ja, so teuer. Komm, wir machen es erstmal nicht so groß. Wir können es ja später immer noch erweitern. Was gibt's denn da für schöne Objekte? Ein Konferenztisch, ein eindrucksvoller Schreibtisch. Schon mal unsymmetrisch. Konferenztisch kann da auch noch hin. Und das war's bisher an Sachen, die wir hier bauen können. Okay, also machen wir dich nochmal ein breiter. Dann haben wir hier den Konferenztisch und hier unseren Schreibtisch. Und dazwischen kann man durchgehen. Und mehr ist das erstmal nicht. Okay, bauen. Und jetzt gucken wir kurz, was für ein Eindringling das war. Dann auch nochmal auf die Karte. So viel zu tun. Du wirst bitte auch verwirrt. Und es kommen viel zu viele Touristen gerade rein. Dafür hatten wir doch extra die Türen hier. Kammerdiener lässt bestimmt gleich den nächsten rein. Nö. Oh, was kommt da? Da kommt wieder ein Spitzel. Also die Spitzel sind, glaube ich, echt die Bombenleger. Da müssen wir tierisch aufpassen. Ich hoffe mal, dass die anderen beiden Spitzel jetzt schon rausbegleitet wurden. Aber es sieht so aus. Da ist noch einer. Der ist jetzt aber schon ganz schön unaufmerksam. Oh, wird gespeichert. Jo, sehr gut. Nö, soweit alles in Ordnung. 42.000. Und, oh, ich sehe Agenten. Verstecken. Verstecken. Bisher keiner gestorben, sehr gut. Also auf die Karte gucken macht sich echt bezahlt. Schon mal sehr gut. Das da wird gebaut. Oh, wir können die
Dinger hier endlich umbewegen. Du, bitte. Nee. Jetzt passt das nicht mehr von dem Zugang aus da. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Dahin, du bewegen. Dahin. Das Objekt zu bewegen bestätigt. Und das Folterdingens da. In die Ecke. Da kann dann derjenige, der da im Gefängniszelle hockt, zugucken, was ihm noch so später blühen wird. Aber ja, der Raum ist recht ungünstig gelegt. Ja. Müssen wir gucken. Kann man ja alles noch abreißen, erweitern und was weiß ich. Jedenfalls im gewissen Rahmen. Die Generatoren sind immer noch nicht da. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber gut, wir haben nicht mehr allzu viele normale Bauarbeiter. Wir haben jetzt fast ja nur noch Wachen und Kammerdiener und Techniker und was weiß ich. Sollten wir auch im Auge behalten. Das da können wir jetzt abreißen, richtig? Ja. Abreißen. Jo. Gibt uns ja auch wieder Geld. Ihr werdet alle verwirrt. Wir haben hier keine Kamera. Stimmt, das wäre noch ganz praktisch. Kostet aber wieder Strom, den wir nicht haben. Jedenfalls nicht wirklich. Ja, und kann die mal jemand rausgeleiten? Das wird doch ein wenig lästig, das ewige Geschreie. Einer spielt wieder alleine Ping-Pong. Betten sind auch nicht ausgelastet, das ist aber sehr gut. Und ich sehe überall Sprengstoff. Sehr schön. Unser Allerheiligstes müsste also bald fertig sein. Ja, gut. Dann speichern wir nochmal ab. Speichern. Nach Folge 22. Und wir sehen uns gleich wieder.